Nadine, schön, dich hier beim Turnier wieder zu sehen. Wie ist es für dich, als, nicht als Spieler hier zu sein, sondern einfach mal alles genießen zu können und sich vielleicht mit Joanna, mit der Ex-Partnerin, zu freuen und auch ein bisschen vielleicht sie dann doch zu trösten, wie du es in Rio auch schon machen musstest? Ja, sicher eine ganz neue, andere Rolle, die ich aber auch wirklich schön finde. Also ich genieße die Tage hier sehr. Aber natürlich mitgelitten, mitgefreut und dann wieder gelitten. Ja, man ist natürlich noch dicht dran. Man weiß noch sehr genau, wie sich die Situationen anfühlen. Und da ja, leidet man noch mit. Aber ansonsten genieße ich sehr, einfach hier zu sein, viele Leute wiederzusehen, die man auch vermisst. In diesem neuen Alltag, der zwar sonst super ist, aber schön da zu sein. Wie war das nach Rio so? Genau, du hast ja die Finals noch gespielt, wurdest auch verabschiedet und die lief ja ganz gut. Wie war es dann danach, abzuschalten und von 100 auf 0 runterzugehen? Ja, schön. Also ich hatte einen wunderbaren Abschluss, super letzte Monate gespickt, voll mit unvergesslichen Momenten in schönen Stadien. Also ein Abschluss, wie man sich ihn nur träumen kann, und ich glaube, das hat sehr geholfen. Also ich habe mich dann auf ein bisschen Ruhe gefreut, habe dann in Kanada noch Ferien gemacht, dort so ein bisschen in der Wildnis Ruhe gesucht, und es hat wirklich gut getan. Und ja, es gibt ja auch vieles, worauf ich mich gefreut habe, deshalb habe ich ja die Entscheidung getroffen, aufzuhören. Und es gibt Dinge, die ich vermisse, es gibt Dinge, die gut waren, aber der ganze Rücktritt ist sehr, sehr, sehr gut verlaufen. Und der Nachwuchs ist auch schon auf dem Weg. Ich habe gehört, dass es vielleicht, oder es werden wahrscheinlich Zwillinge. Das heißt, das nächste Schweizer Team ist im Anmarsch. Ja, ich glaube, wie jede werdende Mutter, was aus den Kindern mal werden wird, damit beschäftigt man sich noch nicht. Man freut sich erst mal darauf. Ja, ich bin sehr gespannt. Es wird eine große Challenge. Aber Challenges bin ich auf dem Sport gewohnt. Ich glaube, es wird die größte, die ich je hatte. Aber ich freue mich sehr, sehr drauf und bin einfach erstmal dankbar, dass es klappt. Dann vielen Dank, alles Gute für die Zukunft und immer schön, dich hier wiederzusehen. Vielen Dank, ich werde jedes Jahr da sein.